Hallo Leute, was da auf dem Macintosh abläuft, das ist ein Video, das habe ich gerade hochgeladen. Entschuldigung für meine Stimme, ich habe mich etwas erkältet. Ne? Manchmal da geht der Papi hin und strampelt sich nachts bloß. Ja, und überheizt ist das Schlafzimmer mal gerade nicht. Also ich habe da ein Video hochgeladen, da gebe ich euch unten in Infobox, gebe ich euch den Link, könnt ihr euch ansehen. Aber hier möchte ich mit euch etwas schimpfen, richtig schimpfen. Und zwar, soweit ich das erkennen kann, haben viele von euch, ich würde sagen die meisten, den Ernst der Lage überhaupt noch nicht begriffen. Sie haben auch nicht begriffen, in welcher Weise sie aktiv werden können, wie sie vielleicht etwas, was ihnen gar nicht bekommen würde, abwenden können, welche Möglichkeiten es gibt. Ich nehme an, sie haben sich auch gar nicht genug erkundigt. Ich hatte hier deutlich über 4000 Abonnenten. Von denen sind 1000 weggeschmolzen. Und denen kann ich nur nachrufen, Gott sei Dank, dass ihr weg seid. Ne? Ihr wart bestimmt nicht diejenigen, mit denen man irgendwie etwas hätte anfangen können. Ihr wollt Unterhaltung haben, klick, 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 klick. Ja? Möglichst irgendwie Remi-Demi, dass was los ist. Und wo nichts los ist, wo nicht direkt da schießt und brüllt, ja, und weiß der Teufel, was gemacht wird. Da seid ihr dann weg vom Fenster. Ja, gut. Na, ihr werdet auch in anderer Weise vielleicht weg vom Fenster sein. Na, dass ihr da irgendwie eine Konserve im Keller habt, glaube ich auch nicht. So. Dann, ich habe ein Forum eröffnet. Und dieses Forum habe ich euch angeboten als Fluchtburg. Es kann ja auch irgendwie sehr, sehr schlimm kommen. Es kann dann sein, dass man noch soeben im deutschsprachigen Bereich auf irgendetwas im Internet zugreifen kann. Es kann sein, dass man dann auf dieses Forum vielleicht auch zugreifen kann. Angeboten habe ich es euch als Fluchtburg. Und das Forum habe ich zurzeit kostenlos. Aber ich habe auch angeboten, dass ich es dann kostenpflichtig erweitere. Dann besteht nämlich die Möglichkeit, dass ich als Administrator Rundbriefe verschicken kann. Und über die Rundbriefe könnte man je nach Region, nach Postleitbereich und so weiter, könnte man auch so eine Art von Internet-, Telefon- oder Warnkette aufbauen, um dann vielleicht sich im Notfalle gegenseitig trösten und unterstützen zu können. Und ich habe gesagt, ich mache das nur, wenn da mindestens 100 Leute sich registrieren. Das sind mal gerade eben da, weiß ich nicht, zwei oder drei Leute über 50. Das heißt, das ist auch nicht begriffen worden. Und da frage ich mich, wofür mache ich denn hier was? Wer hier nur Unterhaltung sucht, der ist bei mir falsch. Ja? Und wer bei mir nur mal soeben reinguckt und da ist keine Unterhaltung und verschwindet wieder, der ist auch falsch. Ich habe ja die Statistiken zur Verfügung und daraus geht hervor, meine Videos werden im Durchschnitt zu nur 30% angesehen. Das heißt, diese 30%, die ermitteln sich aus denen, die das Video ganz angesehen haben und denen, die mal eben reingeklickt haben, oh, war nichts los, sind wieder abgehauen. Ja, und der Durchschnitt davon, der liegt bei ungefähr 30%. Der ist auch bei anderen Leuten nicht viel höher. Ne? Also, liegt in eurer Hand. Ihr entscheidet, ja, ob und in welcher Weise ich weitermache. Ich gebe euch unten in der Infobox oder in dem angepinnten Kommentar, gebe ich einen Link zu einem Video, was ich gemacht und woanders hochgestellt habe. Könnt ihr euch mal ansehen. Ne? Das erste Video, was ich dort hochgestellt hatte, hat mittlerweile, glaube ich, über 7000 Ansichten. Ja, wo man natürlich auch nicht weiß, ob alle Leute sich das angesehen haben. Dann ist dort auch ein File zum Runterladen angeboten worden. Das ist auch nicht die große Welt, wie oft das runtergeladen wurde, kann ich ja kontrollieren. Ne? Ich sehe also, dass von den Leuten, die auch in den Kommentaren, also nicht jetzt hier, hier sind ein paar Leute, ne, will ich von vornherein ausnehmen, aber dass auch von den Leuten, die in den Kommentaren sich dicke tun, ja, viele in Wirklichkeit zu den Schlafschafen gehören. Das sind dann die qualifizierten Schlafschafe, ne? Qualifizierte Schlafschafe. Die anderen sind einfach Schlafschafe per Zufall. So Leute, das war's da für heute, ne? Ich bin irgendwie angefressen, ja, ich bin sauer. Weil, wo sind denn die mündigen Mitbürger?
Jetzt geht es ja hier um die Familiengerichte. Die werden langsam wach. Ne? Und die Familiengerichte haben von sich aus eine riesige Macht. Wenn ihr eingeschriebene Briefe schreibt an die Jugendämter, an die Schulen, an die Familiengerichte, ja, und danach fragt, was habt ihr getan? Die Jugendämter kann man fragen, habt ihr Kenntnis davon, dass Kinder in den Schulen Masken tragen sollen oder auch müssen, und zwar ununterbrochen, auch in den Pausen, auch wenn sie auf dem Schulhof herumlaufen an der frischen Luft? Habt ihr davon Kenntnis? Habt ihr da was gegen unternommen oder seid ihr damit einverstanden? Schreibt doch mal solche Briefe, eingeschrieben. Ja, und wer es sich leisten kann, der schreibt dann per Einschreiben mit Rückschreiben. Ihr fragt ja nur, habt ihr Kenntnis? Habt ihr was unternommen? Seid ihr dafür? Seid ihr dagegen? Schützt ihr die Kinder? Wenn ja, auf welche Weise? Kann man viel bewegen. Kann man unheimlich viel bewegen. Ja? Wir haben über 4 Millionen Schüler, ich glaube 4,3 Millionen Schüler in den allgemeinbildenden Schulen. Die haben auch Eltern, ne? Ja. Und die haben auch Verwandte. Da kann ich als Onkel eines Kindes, das in die Volksschule geht, in die Grundschule, kann ich durchaus an die Behörden schreiben. Wie schützt ihr die Kinder? Seid ihr damit einverstanden, dass sie Masken tragen müssen? Könnt ihr fragen. Ist doch nur eine Frage. Einschreiben mit Rückschein. Oh, da gucken die aber dumm, ne? So. Und dann könnt ihr auf die Urteile verweisen, ne? Weilheim. Dickes Urteil, ne? Ganz toll. Ja. Ludwigsburg. Oh, ganz tolles Urteil. Weimar. Aber das Urteil von Weilheim ist hochinteressant. Das hat ein Familienrichter erlassen. So Leute, jetzt lasse ich euch allein. Ne? Guckt mal, ob ihr irgendwo euer Gewissen findet. Ne? Legt das mal auf den Tisch, breitet das mal aus und guckt mal rein in euer Gewissen. Ne? Ob ihr nichts tun vor eurem Gewissen verantworten könnt. Denkt an die Kinder, tut was. Ne? Ja, tschüss, das war's dann. Ne? Wer hat über welche Daten die Kontrolle? Wie wird sich die Menschheit verändern? Wir stehen gerade am Beginn einer neuen Revolution, einer Revolution, die unsere Gesellschaft für immer verändern könnte.